Hallo, meine Freunde des gepflegten Rollenspiels. Willkommen zurück zu The Elder Scrolls 3 Morrowind. So, ja, der verrückte Fürst. Um den müssen wir uns kümmern. Wollen wir uns kümmern. Und der Gute. In Ordnung, ich höre. Hat einen Vater und den Vater wiederum, den. Upala. Den finden wir. Da muss ich auch ganz anders gehen, sehe ich gerade. Den finden wir irgendwo hier. Ich glaube, hier im Saal des Großen Rates sollte der aufzuspüren sein. Ich muss mal ganz kurz gucken. Da kommen wir hier. Hier ist irgendwie nicht noch eine Möglichkeit gegeben, dass man das irgendwie abkürzen kann oder so, was ich vielleicht noch nicht entdeckt habe oder so. Nö, das ist einfach nur eine dicke Mauer. Da geht's nur rein. Entschuldigung, ich muss mich mal hier ganz kurz ein bisschen umgucken. Da geht's hier nur so rum. Einmal hier durch die Gasse. Nun gut. Hätte ja sein können, dass ich da irgendeinen Weg übersehen habe. Ja. Mhm. Und. So. Irgendwas übersehen habe und dem war aber nicht so. Mir ist hier in diesem Spiel überhaupt nicht mehr zu helfen. Das ist, da bin ich schon, Bleibt in Bewegung. Ja, ich bleibe in Bewegung. Da bin ich schon durch mit dem Thema. So, okay. Auf. Zum großen Saal. Erstmal dort hinein gucken, ob wir da fündig werden. Ja, was wollt ihr? Du bist nicht die gesuchte Person. Wer ist denn hier diese etwas gewichtig? Oh, war das? Bleib doch mal stehen. Er ist es tatsächlich. Mit einer solchen Ausrüstung scheint es euch sehr gut zu gehen. Kann ich euch helfen? Ja, vielleicht. Ich habe da eine Frage zu bezüglich deines Sohnes. Ja, ich hörte, dass mein Sohn verrückt geworden ist. Ich befürchte, seine Verrücktheit wurde ausgelöst, als seine Tochter Delina Mandas gefangen genommen wurde. Oho, oho, das Ganze entwickelt sich hier zu einer wohl etwas längeren Geschichte, kann das sein? Ich mache Dinge schon mal so ganz nebenbei, das ist wohl nicht wahr. Ihr habt meine Enkelin gerettet, dafür bin ich euch sehr verbunden. Bitte nehmt diesen Helm von der gesamten Familie Mandas an. Ihr sollt wissen, dass ihr jetzt einen Verbündeten im Inhaus Redoran habt. Tagebuch wurde aktualisiert, geschlossener Ebenherzhelm dem Inventar hinzugefügt. Gut, dass ich hier vorher noch Dinge verkauft und eingelagert habe. Wir bringen hier direkt auf 100%. Das ist ja, ich tue Dinge, die ich nicht mitbekomme. Das ist wunderbar. Er ist sehr untriebig. Ja, das war auch gerade mehr oder weniger so ein Glücksgriff, dass ich den jetzt überhaupt zum Backen bekommen habe. Gebe mich mal hier hin. Das war jetzt eins der kürzesten Aktionen mit überhaupt hier und so und tatsächlich gesehen. So, geschlossener Ebenerzhelm. Rüstungswert 180. Nur mal zum Vergleich. Der hat 120, immerhin. Ja, also, ja, davon mal ganz abgesehen. 15.000 ist das Ding wert. Gewicht 10. Gut, der ist etwas schwerer als den, den ich aktuell jetzt da am Start habe. Zustand? Uiuiuiuiui. Rüstung ist bei mir im Augenblick auf 62. Ich wechsle den mal aus, wenn das geht so nicht, dann muss ich den erst abnehmen. Und dann, achso, geht das sowieso noch so. 75. Das soll mal eine Verbesserung sein. Aber hallo. Ja, danke. Meine Güte, nee, das sind ja hier Dinge. Die ist gar nicht mit gerechnet. Was wollte ich? Also genau. Kurz mal ins Journal gelinst. Wann habe ich denn die gute Dame gerettet? Ja, egal. So, verrückt geworden. So gut. So, ja, das ist bekannt. Dankbarrettung seiner Enkelin.
verfahre ich aber jetzt auch nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann haben wir mal mit irgendjemandem wahrscheinlich irgendwelche Kämpfe ausgefochten. Ich meine, mich mir dunkel entsinnen zu können. Irgendwer war da mal entführt oder so. Ich bin, doch, gut, warum nicht? Gut, das heißt, ich muss jetzt halt, komme, was da wolle, den Sohn aufsuchen. Und der ist in irgendeiner Höhle namens Mülk zu finden. Richtung Magan. Moment. Die sich auf der Straße nach Magan befindet. Direkt nördlich der Kreuzung. Ja, das sagt mir jetzt alles und nichts. Magan, Magan, Magan. Achso, ja, das. Achso, Moment, ich schalte mal um. Gut. Magan. Jetzt geht das wieder los. Ich glaube. Bin mir nicht sicher. Magan, hier Magan. Magan, sehr gut. Ja, das heißt für mich, ich muss wieder erstmal wieder in Richtung Altrun zurück. Nun gut, nun gut, nun gut. Was sein muss, muss sein. Das war jetzt sehr überraschend. Das fand ich jetzt auch sehr toll. Okay. Hätte ich hier vielleicht noch bleiben sollen? Gibt es hier Händler? Hier stehen ja meistens so wie jetzt sie. Ich gehe mal davon aus, es ist eine Dame. Der Segen der Neuen, Nandos. Ich bin Livas Oth Traviel. Willkommen im ersten. Nee, also die hier so in der Ecke rumstehen und so und die dann teilweise als Händler fungieren oder anderes anzubieten haben. Aber dann haben die auch meistens irgendwelche Stände. Also die stehen da nicht so locker flockig nur in der Gegend rum, sondern die haben dann irgendwie so einen Stand vor sich, wo dann Dinge rumliegen. Und ich denke, ich werde hier, da will ich jetzt nicht noch stundenlang jetzt hier rumsuchen. Dann mache ich das im Ort selber nochmal. Ich gucke mal nochmal da dieses eine Handelshaus mir an. Das ist nicht unbedingt das, was direkt gegenüber des südlichen war. Es war ja einmal das südliche und einmal das nördliche. Da wird sich nicht viel tun. Möchtet ihr etwas? Ich guck mich hier nur um. Ich sammle Informationen, die ich dann spätestens beim nächsten Mal sowieso wieder vergessen habe. Da ist die Garnison. Da haben wir nur die Türme. Da wird weiter nichts sein. Kann ich euch helfen? Du könntest, du warst auf dem Weg und hast dich dann, naja, egal. So, nee, hier muss ich weiter. Genau, ja. Ich könnte hier mal ganz kurz Hallo sagen. Waren wir da überhaupt schon jemals drin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, aber ich habe da keine Erinnerung mehr dran. Ein lustiges Tierchen. So, das ist jetzt einfach nur ein Wirt. Guten Tag, ich bin Akning, Wirt der Taverne Sechs Fische, hier in Ebenherz. Wir vermieten Betten, was schon mal nicht schlecht ist. Ich biete auch eine begrenzte Auswahl an Waren an. Gut, kurz geguckt. Oha. Ja, das hat sich gleich erledigt. Mit 150 Draken ist da kein Start zu machen. So. Deswegen meine Hoffnung hier mit den Handelshäusern, weil ich dachte, vielleicht, wenn jemand irgendwie Geld hat, dann doch die. So. Ja. Ich glaube, das bringt nichts. Ich gucke trotzdem mal ganz kurz rein. Ostkaiserliche Handelsgilde. Das sieht ein bisschen anders aus. Huch. Kann man mit dir, kann man nicht. Ich grüße euch. Ja, ich grüße euch auch. Aber hier, das meinte ich. Ne? Hier die Kollegen, die haben doch da Dinge irgendwie anzubieten. Hoffe ich. Okay. Anscheinend doch nicht. Wie sieht es hier mit ihm aus? Überzeugung, Ausbildung. Was hat er denn für eine Ausbildung anzubieten? Akrobatik, Schleichen und leichte Rüstung. Boah. Ja, nee, komm. Lass mal stecken. Tja. Handelshäuser ohne Händler. Das ist schon irgendwie, weiß ich nicht. Das ist, mir fällt im Augenblick kein Vergleich ein. Und ich glaube,
ihm haben wir auch schon mal geredet, nur der macht auch nichts. Genau. Der Chefkommissär oder wie auch immer, leb wohl. Das sieht sehr seltsame Handelshäuser, muss ich schon sagen. Hier noch, achso, das ist die gleiche Tür, das ist die gleiche Abteilung vielmehr. Was ist hier? Nördliches Warenhaus. Wenn ihr mit mir reden wollt, so wäre mir dies eine Freude. Jo. Ihr habt nur nichts, was ich irgendwie, jo, was für mich wichtig wäre. Auch nicht. Und das ist einfach nur ein Lager, das ist sonst gar nichts. Die sehen irgendwie beeindruckend aus. Guten Tag, Bürger Nandos. Ich bin Feiner Thiel. Das ist Ebenherz, klar. Benannt nach Schloss Ebenherz. Blablabla. Sonst erfahre ich hier relativ wenig. Uff, Krieger. Man sieht es ihm kaum aus. Gut, hätte auch bitter sein können. Das ist, ja, ist auch mal die Wohl. Das ist sehr nett, dass ihr das sagt oder meint, von mir sagen zu können. Ich wirklich von großem Wissen bin, möchte ich hier bezweifeln. So, da geht es wahrscheinlich wieder raus. Genau, gleiche Strickmuster. Und hier ist auch wieder weiter nichts, ne? Da ist schon wieder Ende Gelände. Ich sag ja. Das sind sehr, sehr, sehr komische Handelshäuser. Man kann hier alles Mögliche machen und nicht handeln. So, okay. Genug gemeckert. Ich sehe mal zu, dass ich zurückkomme. Da, ja, das will ich ja mal hoffen, dass die Tatsache, dass wir die Tochter des verrückten Fürsten haben, dass diese Tatsache vielleicht hilfreich ist. Und tja, ob sie direkt eine heilende Wirkung haben wird, weiß ich nicht, aber vielleicht sieht er sein Fehlverhalten zumindest ein und ist vielleicht darum bemüht, sich ja irgendwie Heilung zu besorgen, wie auch immer. Ganz gleich, alles, was eine friedliche Lösung ist, ist mir willkommen. Ich halte nichts vom unnötigen Blutvergießen, das ist normal so. So, Moment. Oh. Jetzt ausruhen. Da habe ich mich noch nie umgesehen. Das kommt erst noch. Vorne da. An der Kreuzung. Okay. Vermute ich mal stark. Ja. Das ist hier. Oh. Nicht ganz richtig. Hä? Das wird hier als Weg ange... Verstehe ich nicht. Egal. Hier ist auch weiter nichts, außer Gevatter hier. So. Der ist aber auch relativ schnell zufriedenzustellen. Nö. Das ist, wie gesagt, hier ist weiter nichts Wichtiges. Aber ich bin halt neugierig, das musste ich jetzt mal auf
klären, nachschauen, ob da nicht doch vielleicht irgendwas Interessantes ist. So, Moment. Ich muss in Richtung Balmora, ist schon mal nicht verkehrt. Sedanain und Vivek. Vivek ist eigentlich mehr so die Richtung, egal. Ich düse mal Richtung Sedanain, egal. Das ist jetzt auf die paar Meter, sonst wir jetzt nicht ankommen. Ich mache das auch mit einem leichten Hintergedanken. Zum einen will ich versuchen, das ein oder andere noch zu verkaufen, wenn das geht. Und zum anderen würde ich auch im Hinblick, da ich ja jetzt so langsam aber sicher meine eigenen vier Wände bekomme, würde ich auch ganz gerne das ein oder andere, was in irgendwelchen Kisten ruht, in Sedanain schon mal wieder in meinen Rucksack stecken und bei der nächsten Gelegenheit dann halt in meinen eigenen vier Wänden deponieren. Das mache ich aber auch jetzt hier nur einmal quasi, weil ich aus geschäftlichen Gründen, wie gesagt, erstmal dahin will. Und ansonsten diese ganze Umpackerei, die tue ich euch ansonsten nicht an. Das ist jetzt eine Ausnahme. Ich glaube, ich muss hier runter, ne? Glamok, ja. Da ist schon Sedanain in Sicht. Ja, mir geht es, wie gesagt, in erster Linie darum, dass ich die paar Dinge, die ich hier noch veräußern kann, wie zum Beispiel diesen komischen... Wie zum Beispiel diese komischen Vampir-Staub-Geschichte, dass ich das hier vielleicht noch bei dem Kollegen loswerde. Vermutlich nicht alles. Aber zumindest ein Teil. Ich muss mal schauen, was er so geldmäßig anzubieten hat. So. Ach ja, altbekannte Gegend. Hier haben wir unsere ersten schamhaften Gehversuche gemacht. Schnell beeilen, solange die Brücke noch frei ist. So, gut. Einmal hier hoch. Und es ist mir wirklich eine Ehre. Kommt immer näher. Ja, mir ist es auch eine Ehre. Handeln. So, er hat wie üblich seine 800 Draken. Das ist nicht viel. Okay, was könnte ich ihm denn da mal unterjubeln? 3 Stück. A200. Dann 4 Stück A250. Rubine. 300. Boah, da habe ich 7 Stück von. Beziehungsweise 8 mit dem. Markt immerhin schon 6. Das ist nicht wenig. Und 500. Da habe ich auch 6 Stück von. Das werde ich nie im Leben los. Gut, fangen wir mit den Dingern an, die eher verkäuflich sind. 592. Sehr gut. Ja, das dürfte es dann auch schon gewesen sein. Er hat jetzt noch 205. Da die ja immer die Hälfte, oder ungefähr die Hälfte anbieten, dann gehe ich mal... Oho, er würde von sich aus schon mehr anbieten als gedacht. Dann machen wir das so, einer ist besser als keiner.
Ja. So, egal. Ja, dann lebt erstmal wohl. Es war jetzt nicht unbedingt die Gewichtsreduktion schlechthin, aber es hat ein bisschen Geld gebracht und darum ging es mir halt auch mal in den Taschen halt mal wieder etwas zu füllen. Was haben wir denn jetzt? Moment. Hallo? Oh, über 19.000. Das lässt hoffen, beziehungsweise das lässt sich sehen. So. Dann schaue ich mal, was ich da so rumfliegen habe. Und dann nehme ich zumindest von den leichten Kram, sofern vorhanden, das eine oder andere mit. Oha. Was habe ich hier Schönes? 3. Okay, irgendwelche Schlüssel, die ich nicht mehr benötige. Mondzucker und so ein Zeug. Eben, oh, die sind alles andere als leicht. Ja gut, hier den Weinbrand packe ich mir mal ein. Billiger Genesungstrank. Nehme ich auch mal mit. Koma lasse ich. Gewicht 3 kann ich mal. Moment, warte, war das jetzt genau? 36 Leeren des Vivek. Ja, egal, jetzt lasse ich mal. Was ist das? Bisschen schwer. Seelenstein packe ich ein, kann ich verkaufen. Genauso wie die Dinger hier. Silberschale. Das war irgendwie ein Geschenk. Ne? Ich meine, werde ich wahrscheinlich verkaufen können ohne größere Probleme, aber das halte ich erstmal noch fest. So. Nehme ich mit. 1000. Komm. Fangen wir mit ein. Weg damit. Okay, dann hätten wir dieses Teil. Das ist allerdings etwas schwerer. Den Rest lasse ich erstmal. Dann ist die Truhe schon ein wenig geleert, naja gut, relativ. Die Säcke sind glaube ich alle noch leer, die Kiste ist auch leer, das ist leer, das ist leer. Da sind Dinge drin, die man nicht unbedingt braucht. Zwergenknochen, joch, Steuerakte, hast du nicht gesehen, diverse Bücher und eine Waffe. 10.000 kriege ich nicht verkauft. So, wie sieht's hier aus? Oha. Diese ganzen Getränke. Guck ich mal rein. Und bei der nächsten Gelegenheit werden wir diese veräußern. Sofern nicht das eine oder andere vielleicht dabei ist, was sinnvoll in der Verwendung ist. Alles andere, wie gesagt, wird in Geld umgemünzt. So. Ja, wie gesagt, das war jetzt nur mal so eine ausnahmsweise Aktion. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Schlickschreiter. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier weiterkommen. Und wie gesagt, die andere Geschichte, wenn da irgendwas noch in dieser Richtung zu tun ist und da wird noch so einiges zu tun sein, wie wir gesehen haben. Das mache ich dann offscreen, dass ich dann halt die Dinge hin und her karre. Und damit ich das, was ich an ja, Eigentum besitze, dann an einem so zentralen Ort habe, wo ich dann halt immer drauf zugreifen kann, wenn ich mal hier und da mal wieder was verkaufen kann. Sofern das machbar ist. Gut,
Wir reisen. Erstmal noch wie weg. Warum? Nein! Wollte ich doch gar nicht. Ah, verdammt, was mache ich denn vermisst? So, Balmora, Mann. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis. Ist ja gut. Und dann nach Altruhen. Sorry. Da bin ich ganz kurz mal in die verkehrte Richtung gehüpft, aber letzten Endes sind wir da gelandet, wo wir hin müssen. Und von hier aus geht's dann weiter. Ich vermute mal, wir werden diesen Weg dann hier beschreiten. Genau. Uns in diese Richtung zu begeben und hier irgendwo, keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Werden wir dann wohl den verrückten Fürsten finden, hoffe ich zumindest. Bis dahin, alles Gute und gehabt euch wohl.